Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir noch in Romans Taxi und jetzt finden wir raus, warum in der letzten Episode das Haussymbol so seltsam geblinkt hat. Warum ist das so? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Falsches Haus. Das ist meine Wohnung. Warum hat sich meine Wohnung plötzlich nach links verschoben? Oder hat sie sich gar nicht nach links, sondern nach rechts verschoben? Hat sie sich vielleicht gar nicht verschoben? Und warum kann ich hier nicht aus dem Fenster sehen? Das und viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja, nee, drücke L1, um fernzusehen. Danke sehr. Nein. Kleidung zu wechseln. Ja, wir haben noch nichts. Spiele speichern. Nee, das macht er schon automatisch immer. Gucken wir mal, haben wir noch... Wir haben da keine andere Kleidung. Naja, gut, da haben wir jetzt nur noch unsere alte Hose. Schuhe haben wir auch nicht. Sollen wir mal Kleidung kaufen gehen? Ich meine, wir haben 8.000 Dollar. 8.750, wenn ich bitten darf, ja. So. Warum nicht? Gibt es hier noch andere Kleidungsgeschäfte? So wie es aussieht, nicht. Schade eigentlich, die ganzen schicken Läden sind alle auf der Insel hier. Aber da kommen wir natürlich nicht hin. Klar, schon klar. Ja, gehen wir mal da. Russischer Laden. Unter russischen Laden stelle ich mir kein Kleidungsgeschäft vor, sondern so einen fetten Waffenstore. Aber gut, wenn es sein muss. Hallo. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. So, nee, wir wollen natürlich niemanden erschießen hier. Wir wollen mal gucken, ob die irgendwas Spannendes haben. Stiefel. Stiefel. Wir haben noch Stiefel. Sind die schöner als die anderen? Komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen Modegeschmack entwickeln hier. Nein, auf keinen Fall. Passt nicht zu den Jeans. Nein, das kann ich jetzt schon sagen. Fangen wir mal Harald Glöckler, ja. Turnschuhe? Bah, ne, auf keinen Fall. Braune Arbeitshose? Trainingshose? Nein. Trainingshose? Nein. Hier gibt's nur Jeans und so Jogginghosen, so Hartz IV-Style. Und da hinten so Arbeitshosen, aber wer geht hier schon arbeiten? Verstehe ich jetzt nicht. Wir können hier nichts anderes kaufen? Jeans besitze ich schon, ja, vielen Dank. Kopfbedeckung, okay. Ja, Wintermütze. Wäre in Anbetracht der Außentemperaturen gerade vielleicht ein bisschen angemessen, aber ich glaube nicht, dass wir sowas wirklich brauchen. Jacken? Das ist doch alles potthässlich, was sie hier haben, ganz im Ernst. Das ist doch richtig hässlich. Das kann man mal anprobieren, das scheint ja was anderes zu sein, als das, was wir schon hatten. Und das soll was anderes sein? Ach, stimmt, das mit den roten Streifen da. Das war neu. Nee, danke. Nee, vielen Dank. Ich bin nicht an Ihren Artikeln... Ah, Brille? Okay. Brille? Ja, könnte man machen, ne, oder? Haben wir noch eine? Ja, komm, Junge. Switch durch. So wirkt man ein bisschen intelligenter, ne? Aber ich glaube nicht, dass Nico so unintelligent wirkt. Und irgendwie sind das auch alles die gleichen. Komm, das ist nix. Ich bin nicht mehr an ihrem Etablissement interessiert, junge Lady. Und solange nicht sämtliche Geschäftsaufschriften in Englisch gehalten sind, muss ich leider den Laden vorerst schließen. Hier ist mein Ausweis. Ich bin Gesundheitsinspektor. Ihre Kleidung ist schädlich für den Körper. Guck mal, die sind vernünftig. Die holen sich ihr Auto nicht zurück. Der eine geht einfach nochmal spazieren, als ob nie was gewesen wäre. Hey, da hat mir gerade einer ein Auto geklaut. Naja, Zeit sich die Beine zu vertreten. La da 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 da. So, komm, dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal ins Internetcafé, ne? Stimmt, für den Brucey können wir auch mal was machen. Für Jacob auch. Wir können für alle irgendwie was machen. Für Brucey haben wir aber noch nie einen Job erledigt. Ich finde, das ist nur fair, wenn wir das machen, oder? Ja. Sagt jetzt alle ja. Und dann bin ich einverstanden. Alles klar? Super, danke. Ich bin ziemlich perplex, warum niemand anruft. Ich frage mich, was jetzt weiter passiert.
Ob wir irgendwas Besonderes machen müssen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wirklich. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was nach dieser Mission kam. Also ich werde mich erinnern können, sobald es drankommt, aber jetzt gerade überhaupt über null Ahnung. Gar nicht. Gehen wir mal ein bisschen surfen hier. Roman's cousin, it's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. Nee, danke. Zwei Leute, die offensichtlich den Desktop sehr mögen, muss ich nicht unbedingt haben. Und an unserem Lieblingsplatz sitzt jemand. Da sitzt doch nicht, da sitzt doch nicht tatsächlich jemand. Ich werde langsam sauer. Ja. Gut, dann müssen wir uns halt hiermit vorlieb nehmen. So, Web, guck mal, was haben wir denn da alles? Auf gut Glück. Klingeltöne, guck mal. Ach, nur 100 Euro? 100 Dollar pro Klingelton, dann müsste das auch was ganz Besonderes sein. Ja, toll. Lohnt sich. Naja. Auch nicht so besonders. Yeah! Das hat den Beat. Alles klar. Das kaufen wir nicht. Wer hat sowas als Klingelton? Danke sehr. Danke sehr. Das können wir auch regelmäßig haben, wenn wir Michelle besuchen. Und... Was? Ist das... Old Bitch? Da wird doch jemand in den Knochen gebrochen. Hört doch mal hin. Unterbrochen. Wirst du je zu mir zurückkommen? Irgendwie hat sich gerade auf meinem PC was getan. Egal. Mein Herz frohlockt, wenn ich daran denke, dass du mit deinem Cousin zusammen bist und ihr in Amerika erfolgreich seid, aber gleichzeitig bricht es mir das Herz, dass du nie hier bist. Ich weiß, dass das Leben nie leicht für dich war, Nico. Du hattest viele Probleme und hast viele schlimme Dinge getan. Aber du sollst wissen, dass ich eine Mutter bin, deine Mutter, und nicht über dich richte. Ich gebe der Welt die Schuld, die dich nahe dazu gemacht hat, dich, der anderen so viel gegeben hat, der ein Mann mit Prinzipien ist, Leute umbringen, der immer versucht hat, korrekt zu leben. Das mag sein. Das Leben hier ist so wie immer. Die Leute streiten, die Bauern leiden, wir zahlen Steuern für neue Parlamentsgebäude und Regierungsberichte und leben in Armut. Für die Menschen auf dem Land ändert sich gar nichts. Egal, wo sie auf der Welt sind. Bitte schreib mir wieder. Deine dich liebende Mutter. Mutter. Hat keinen Namen. Ist genau wie diese Entschuldigungsbriefe in der ersten und zweiten Klasse, die man ihm geschrieben hat. Mein Sohn konnte leider nicht zur Schule kommen. Mit freundlichen Grüßen, meine Mutter. So, Antworten. Liebe Mutter, vielen Dank für deine E-Mail. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Du kannst immer noch besser schreiben als ich, auch wenn du nicht auf Serbisch schreibst. Verzeih, dass ich so ein schlechter Sohn bin und nicht da bin, um mich um dich zu kümmern. Aber du weißt, dass ich nicht nach Hause kommen kann. Es würde nur Ärger geben und die schlimmen Erinnerungen wieder wecken. Roman geht es gut. Er lebt den amerikanischen Traum, größtenteils in seinem Kopf, wie alle Träume. Nachricht gesendet. So, Hossan. Ah! Hey Mann, wie geht's? Hast du dich entschlossen, in Liberty City zu bleiben? Wie geht's deinem Cousin? Ich bin hier geblieben. Hab gehört, alle hätten's gemacht. Hast du vom armen Kapitän gehört? Der arme Mann trieb tot und betrunken im Fluss und alle anderen haben sich abgesetzt? Ich frage mich, was diese Chinesen mit dem Heroin gemacht haben, das sie angeblich geschmuggelt haben. Ich hab mich abgesetzt und komme herum. Ich bin gerade in Florida, komme aber bald zurück. Hoffentlich treffen wir uns. Möglicherweise kriege ich einen Job und verkaufe bald in Suffolk. Suffolk, ach, das ist ein Stadtteil. Gefälschte Handtaschen. Damit kann man viel Geld machen. Das ist Wahnsinn. Dein Freund Hossan. Ja, ich würde auch lieber Handtaschen verkaufen, anstatt in Florida rumzugammeln. Auf jeden Fall besser. Antworten. Schön von dir zu hören, Hossan. Ich bin geblieben. Sag Bescheid, wenn du mal wieder in der Stadt bist. Nachricht gesendet. Boosie, genetisch anders, Baby. Okay, Boosie schreibt irgendeine Scheiße. Gut, da schreiben wir irgendeine Scheiße zurück. Ja.
Roman, schön, dass du online bist. Schön, dass du online bist, Kosonge. Das ist auch alles Schwachsinn, das lese ich jetzt auch nicht mehr vor. Hast du Bruce's Steroide gestohlen? Solltest du versuchen. So, das ungefähr steht da. Theresa Thomas schreibt. Danke sehr. Das möchte ich nicht. Nein, danke. Brucey, komm, dann machen wir mal für Brucey hier was. Ja, da steht irgendwas drin. Steht in der Nähe von Outlook Energy 900. In der Nähe des Parks in Outlook. Okay. Sie gehört dir. Ja, dann machen wir das mal. In der Nähe des Parks in Outlook. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wo Outlook ist. Outlook. Keine Ahnung, wo Outlook ist. Ich suche das gerade ab, versteht er? Ich gehe gerade hier über die Minimap, damit ich sehe, wo Outlook ist. Wartet mal so. Achtung, Mikrofon. So. Denn, ich werde das jetzt auch nicht rausschneiden, wir haben ja in der schönen Verpackung hier eine Minimap. Eine Mini-Minimap. So. Ja, gucken wir mal im Stadtplan nach, ne? So. Outlook. Park in Outlook? Hier stehen auch keine Stadtteile dabei. Was ist das denn für ein Stadtplan? Ach doch, da unten steht das. Outlook. Da. Gut, danke, liebe Minimap, wenn ich dich jetzt wieder... So, danke sehr. Outlook ist nämlich da. Hier ist Outlook. Und wir stehen direkt davor. Du kannst mich... Ich bin so ein Idiot. Es wird die ganze Zeit auf der Minimap angezeigt. Meine Fresse. Tut mir leid, dass ich eure wertvolle Zeit vergeudet habe, aber... Ja, Nico, ich bin bald wieder da. Da kann ich jetzt genauso gut die Map wieder hier einpacken in die Spieleverpackung, als sei nichts gewesen. Wir haben, okay, offizielle Version. Wir haben nie, hört ihr mich so noch gut? Weiß ich gar nicht. Offizielle Version, wir haben nie in die Map geguckt, okay? Oder Karte, wir wollen ja schon alles auf Deutsch halten. So. Und wenn wir für Brucey den Job erledigt haben, dann bleibt höchstens noch einmal für Jacob rumzufahren, aber dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Dann wiederholt sich ja alles. Total bescheuert. Was machen wir denn dann? Dann holen wir uns eine Schönheit aus dem Internet, okay? So. Warum schickt uns Brucey eine E-Mail mit einem Foto von einem Motorrad, das mitten auf der Straße steht, dessen Besitzer gerade von der Polizei verhört wird? Gut, ich muss mal kurz, einen Moment, kurz Organisation hier. Officers, das Motorrad, das wurde mir gerade geklaut. Kann ich das so mitnehmen? Ja, vielen Dank, die Papiere fülle ich dann später aus. Tschüss. Was? Ich habe freundlich gefragt. Ich frage mich, ob die mich da reinfahren lassen jetzt. Ich glaube, die lassen mich schon reinfahren, aber ich glaube, die lackieren das Motorrad da nicht um. Oh, warte. So, jetzt gibt's eine Abkürzung, ja? Hättet ihr euch so gedacht? So, ihr mich kriegt. Niemand kriegt Nico. Und ich bin nicht mehr vom Motorrad gefallen. Unglaublich. Ich dachte, die Fahrphysik wäre so scheiße von den Motorrädern hier.
Oh, man. Aber ich sehe es mal so. Ja, gut. Seh dir an. Ja. Ja, okay. Auf einmal fahren hier nur Motorräder durch die Stadt. Gerade an der Polizeisperre hätte ich eins brauchen können. So, mein Auto. My money? I have it. Meet me at the warehouse of Maganet in downtown Broker. Come along. Oh, jetzt geht's los. Jacob, was will der denn jetzt? Alright, my brother. I'm rushing him seriously back to the home. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're with him, but them boy, them are some dog ass, you know. I'm not afraid of him. Yeah, but I can't see. The heart can't leave, but you know. Now come with you. Where's the place? A warehouse on Lohane. I know the one. See around the back. Dann werden wir aber vorher nochmal Folgendes machen. Denn diese Mission kenne ich jetzt wieder. Und dazu werden wir uns vorher mal kräftig vorbereiten. Und zwar indem wir uns eine Schutzweste kaufen. We sell quality weapons and we know how to use them. Erstmal hier so ein bisschen. Dann da so ein bisschen. Und das ist bald verfügbar. Mehr kann ich gar nicht kaufen. Egal, reicht. Denn in der Halle, wo wir jetzt hingehen, finden wir nämlich Munition. Wofür wir Munition brauchen, werden wir finden. Werden wir rausfinden. Ja, Munition finden wir, aber wir finden raus, warum. Scheiße. Scheiß Zäune, die nicht nachgeben. Das sind diese neuen Titanummantelungen. Davon habe ich schon gehört, ja? Jetzt ist es im Baumarkt, yo. Check den krassen Shit ab, yo. Bitch. So. Gut, das mit Internet-Dating war dann wohl auch nix. Sharp eyes, huh? You don't know, but I've been seeing stuff. Hey, Nico. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure.
But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Niko Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up and left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket, big time. Hello, Niko. Hello, Mr. Bulgarin. Ross, where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Uberi you are. So, ich hoffe, die Waffe ist vorausgewählt. Ja, ist sie. So, das geht jetzt recht flott, habe ich das Gefühl. Sowieso sind die 20 Minuten schon erreicht. Aber die Hälfte der Zeit achte ich sowieso nicht auf das Zeitlimit, deswegen kann mir das jetzt eigentlich auch egal sein. Das ist unsere Schutzweste. Ja, da hinten so ein Medikit könnten wir gebrauchen. So, ich möchte gerne da. Ich möchte gerne die da unten. Ja, danke. So, und der da hinten. Komm, treffen wir den, wenn wir den treffen. Ha! Headshot, ja. Ich wusste es, ich bin so ein Master. So. Immer schön mit Bedacht vorgehen, dann kann auch nichts passieren. Rein gar nichts. Den habe ich jetzt aus Versehen getroffen. Da sieht man, wie gut ich bin. Ich muss nicht mal zielen, ja. Ah, guck mal hier. Das habe ich gesehen. Jetzt hauen die ab. Schon komisch, ne? Die oberfiesen Verbrecher, die entwischen immer. Oh. Da hinten kommen wir natürlich nicht raus. Was? Nee. Ist da noch einer? Der wird aber nicht angezeigt da oben. Der Minimap, ja. Scheiße, Polizei, nein. Ich kann nämlich die Polizei. Hallo, ich bin doch Freund und Helfer, bin ich doch selber. Aber muss leider sein, tut mir leid. Warte. Das hat jetzt nichts gebracht, okay. Ja, guter Molotow hier. So, zwei Fahndungsstände gehen ja eigentlich noch, komm. Wenn Jacob sich jetzt ein bisschen beeilt, dann schaffen wir das auch noch zu entkommen hier. So. Schön, dass Jacob immer noch zu uns hält. Obwohl er keine Ahnung hat, warum wir plötzlich beschossen werden. Naja, mir egal. Ein guter Freund, der auch in der Schlacht zu uns hält. Ist der beste Freund. Ja, ich wette, Woman wäre abgehauen. Theoretisch ist Jacob ein besserer Freund als Woman. Muss dir mal vorstellen. I didn't know that Mr. Bulgarin was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. One quokka filled basket. See? You find out where Dimitri is then. BAM! You take the rest of them all. Just keep your head down until then. Fucking Dimitri. Made me kill Faust and then he sell me down the river. Just go, Nico. The boy is a general, you know what I'm saying?
He's gonna make his own downfall. That Adam won't climb the more exposed and bad one, you see? I will bring Dimitri down myself. I promise you this. So, ich glaube, das habe ich gerade rausgeschnitten. Ich hatte kurz ein Telefonat, also eins, das ich nicht angenommen habe, wie immer. What you doing? Ja, ich fahre gegen die Bordsteinkante hier, aber ich überschlag mich dabei meistens. Naja, die Physik halt. So, das war's für heute. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Thanks for your help, Jacob. One love, my brother. Ja, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt habt ihr Zeit zu verarbeiten, dass unser ehemaliger Auftraggeber und einer unserer Freunde uns so an unseren schlimmsten Feind verraten hat. Ja, ja. Envy, check deine E-Mails, Alter. Ich hab Arbeit für dich. Wird bestens bezahlt, Alter. Bindestrich B, yo. Okay, das werden wir dann auch im nächsten Part erst machen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Das mache ich ja sowieso so oft, deswegen müsst ihr mir das nachsehen. Verzeihen. Nee. Nachsehen? Stimmt das? Nee. Verzeiht mir einfach. Verzeiht mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.